Hallo, der Marc vom Piercing Tübingen ist hier und bei mir ist die Carina. Hallo! Carina kriegt ein Tragus-Piercing auf. Das habe ich vergessen. Links. Du warst schon bei uns? Ja. Und auch zufrieden bisher. Das wird ja. Immer super. Was haben wir da gemacht beim letzten Mal? Piercing. Und dem geht's gut? Ja. Super. Immer noch da. Wie lange hast du schon? Boah, 2 Jahre. So besser. Warst du schon oben oder warst du noch unten? Unten war ich noch. Dann warst du kurz vor Jahreswechsel. Also von 2018 haben wir nämlich Oper eröffnet, dann im Dezember. Dann war es ja im November oder sowas. Nein, es war im Sommer. Oder halt Sommer, ja. Ja. Aber oben ist auch schön, ne? Oder schöner Platz in der Fläche. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen mehr Raum zum Arbeiten. So, dann zeige ich es dir mal an. Was machst du sonst in der Corona-Zeit? Arbeiten. Was machst du? Ich bin bei Merkur. Ah, dann ist auch Spaß, dann ist auch viel. Dann ist immer da sein auch, ne? Ja. Bei welcher bist du? 14. Ganz auf der Seite. Aber. So, wo ist der Spiegel? Das ist ganz genau, wo man das stechen sollte. Tragus gehört also dahin, wo diese Ausprägung beim Tragus, diese kleine Beule quasi ist. Mhm. Da will ich das auch stechen, da gehört es auch hin und angezeigt, was ich auch so. Okay. Was ist das für dich? Ja. Gut. Willst du es mit oder ohne Glitzerstein? Mit. Für ein Mädchen. Sehr gut. Ja. Den Weiß, den Rosa, den Hellblau. Hellblau bitte. Hellblau, ja. Ich bin ein Mädchen. Das ist gut. Aber es gibt echt viele Frauen, die werden richtig aggressiv, wenn man sie fragt, ob sie Glitzersteine wollen. Ah, oh nein! Ja, ich weiß. Ich muss sagen, ich finde es auch als Mann schön. Ich finde, was Glitzern, das ist ja nicht so schlecht. Aber so sind die Geschmäcker halt verschieden bei den Menschen. Ganz genau, ja. So, meine Liebe, dann den erstmal kurz geben. Und habt ihr jetzt auch mal in Corona-Zeiten so Klopapierarmut gehabt bei Merkur oder ja, was? Ja, der erste Lockdown. Beim ersten, glaube ich, ja. Oder? Beim zweiten nicht mehr, oder? Nein, nicht mehr. Da war wohl nichts mehr. Ja, die Leute haben sich, glaube ich, auch nicht mehr. Also im ersten Lockdown war ich schon selber mal nervös, wenn man nicht so wusste, gibt es noch was zu essen. Da hast du schon so Angst gekriegt. Mhm. So, je, und jetzt gibt es am Schluss gibt's keine, kommt kein Fleisch mehr nach, ist der Eigen. Da haben die Leute, glaube ich, schon noch mehr gewartet und gekauft. Auch Mehl ist kaum gekriegt. Und so, wie mittlerweile jetzt beim zweiten Stimmt, Lockdown ja. ist. Ist alles easy. Aber in Deutschland ist es ganz verrückt. Deutschland ist nach wie vor. Klopapier und sowas ist voll problematisch. Okay. Ich weiß nicht, was die Deutschen damit machen, aber. Also, ich weiß schon, was sie damit machen, aber. Ja, die Franzosen sind gescheiter. Ja, die haben Rotwein und Baguette, wir haben. Mhm. Sag mal diese Sprüche, ja. Ganz locker bleiben. That's it. Und? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, so schlimm, oder? Oh, es geht. War die Zunge angenehmer, gell? Aha. Ja, danke. Ich bin verloren. Oh nein. Nichts passiert, der wird noch volles Glück gehabt. Das darf auch mal passieren. Kann immer was verlieren. Vielleicht, wenn du dich heute Abend ausziehst, die Jacke macht, kluckst, dann hast du einen Stecker auf dem Boden liegen. Dann ist aber nicht der neue, keine Angst, dann ist der, der nicht verloren hat. Ne? Nicht, dass du dann peinlich zum Spiegel springst und denkst, dann wird nicht mehr rausgefallen. So. Passt. War's schlimm? Ein bisschen. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja, mein Zungenpiercing insgesamt ist generell immer weniger Action, weniger Tatütata. Das sind Ohrpiercing, die Knorpelpiercing sind immer etwas empfindlicher oft, da hat man oft ein bisschen mehr Gefühl als jetzt bei der Zunge. Die Zunge wird ja auch betäubt. Aber generell auszuhalten, oder? Ja. Ich zeig's dir mal im Spiegel. Voila, bitteschön. Danke. Gefällt's dir? Ja, sehr. Super. So, ich bin jetzt weg.
Also, ich erkläre mal kurz die regionale Nachbehandlung, was du machen solltest, wie du es machen sollst. Zuerst bitte immer die Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände sauber sind, nimmst du bitte Pondolin Spray und Pondolin Gel. Das kennst du noch nicht. Zum Hände desinfizieren kannst du zum Beispiel Wachsbolle Hands nehmen oder ein anderes Produkt. Irgendwas, was die Hände desinfiziert, ist halt wichtig. Pondolin Spray und Gel kennst du nicht, weil du die Mundspülung kennst oder den Mundspray. Der Mundspray war für den Mund gedacht, wenn du den nicht nehmen kannst, den nochmal hast. Ja? Wenn ihr mit dem normalen Spray, sprühe damit zwei Sprühjahre aufs Kragus drauf, also vorne und hinten ein. Einwirkzeit 30, 40 Sekunden, damit antibakteriell wirksam wird. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht damit, mit dem Spray, und putzt bitte vorne und hinten das Piercing. Versuch, die Küchenrolle ein bisschen zusammen zu drehen oder spitz zu falten, dann kann man sich sehr gut auf die Piercings dann putzen. Warteschlange und Klopapier macht dich nicht zu gehen, weil die immer zu sind. Zweiter Schritt ist vorne das Gel, da reicht den Kopf hin, den tupfst du vorne und hinten auf, bewegst das Piercing hin und her, das war's. Drei Wochen machen wir das zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal am Tag. Das ist sechs Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln und Kontrollieren. Perfekt, perfekt. Danke schön. Bitte gerne. Haare waschen, duschen, Sport ist am Morgen, wie gesagt, dann auch. Färben tust du eh nicht, glaube ich. Und Thermen und sowas, so lange machst du 3 Wochen jetzt auch nicht. In der Arbeit geht alles normal, also du kannst schon mal arbeiten. Maske, Mund, also das kannst du auch arbeiten, so alles kann man. Perfekt. Puh, meine Liebe, hast du Fragen? Danke. Nein? Dann sage ich mal vielen Dank fürs Kommen. Dann danke, dass du dir das filmen lassen. Wir sind dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Tschüss.